Ja, hallo und willkommen hier zur 22. Folge City Skylines 2, unserer amerikanischen Stadt. Ja, in der letzten Folge haben wir hier unseren kleinen Industriekomplex gebaut. Und wenn ich das richtig sehe, genau hier sind sogar schon die ersten Unternehmen drin. Also scheint das alles super zu funktionieren. Ich sehe aber hier, dass hier ein Haufen Arbeitsstellen noch frei sind. Deswegen würde ich gerne mal auf die Arbeitslosigkeit gucken. Die ist eigentlich noch in Ordnung. Offene Stellen 5. Da sieht schon nicht mehr so gut aus. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Genau. Ich habe jetzt mal so ein bisschen, bin ich am Überlegen, was wir jetzt hier machen oder wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Zum einen ist hier unser Umspannwerk dezent überlastet. Das heißt, wir werden hier oben definitiv nochmal ein Umspannwerk irgendwo errichten. Zum anderen haben wir immer noch massiv Stau bei uns und darum werden wir uns auf jeden Fall auch heute kümmern. Und der erste Schritt dazu wird sein, hier die Abfahrt ein bisschen auszubauen. So, das müssen wir anders machen. Kurz auf Pause. Und dann hier runter. So, das heißt, hier muss das Ganze vierspurig werden und davor dreispurig. Und dann können hier auch wieder mehr Autos dran teilnehmen. Und dann hoffe ich, genau, hier der Stau hat sich aufgelöst mit der Zeit, das ist gut. Dann ist jetzt nur noch hier der Stau das Problem. Und da ist unser Autobahnkreuz das Problem. Und da ist dann, wo stauen die sich? Wo stauen die sich? Die stauen sich immer noch hier. Jetzt ist die Frage natürlich, dadurch, dass man immer noch nicht so wirklich erkennen kann, wo die hinwollen, habe ich einfach mal die Idee, dass wir hier einfach mal eine Abfahrtkackendreist draus machen. In der Hoffnung, dass ein paar auch hier runter wollen. Und dass das dann so ein bisschen nochmal dafür sorgt, dass wir, ja... Das scheint auf jeden Fall eine gute Lösung zu sein. So. Hier anscheinend ein Kreisverkehr. Setzen wir erstmal kurz dahin. Können wir das jetzt wieder zurückbauen? Ja, dann machen wir den dahin. Gut. Ja, das scheint hier eine sehr gute Lösung zu sein. Dann machen wir das mal so. Dann muss ja hier nur noch einspurig sein. Dann muss das hier nur noch zweispurig sein. Genau, schon funktioniert das. Ey, das ist ja hier komplett alle jetzt hier rein, oder was? Oh Mann, ey. Also quasi Problem jetzt verschoben. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen großen Kreisverkehr draus. Ah, da hapert schon. Muss jetzt wahrscheinlich ein Haufen Wege neu berechnet werden. Und schon funktioniert es auch wieder. So, dann hoffe ich mal, dass das so ein bisschen unser Verkehrsproblem löst. Hier würde ich auch glatten Kreisverkehr draus machen. Ja, genau so muss es sein. Ist das hier zweispurig? Ja. So. Sehr gut. Dazu würde ich auch hier glatt nochmal das streichen. Nochmal Versuch. Jetzt aber. So, der nächste Punkt ist die hohe Kriminalität, die wir haben. Die wollten wir uns kümmern und das werden wir machen, indem wir ein neues Polizeihauptquartier bauen. Genau, hier oben ist nämlich das Ganze komplett überlastet und deswegen bauen wir jetzt hier ein großes Hauptquartier hin. Mit sehr vielen Autos, was wir auch direkt sofort... Oh ne, das wollte ich nicht. Dann reißen wir es nochmal ab, ist jetzt egal.
Geld spielt ja zum Glück mittlerweile keine Rolle mehr. Zusätzliches Gefängnis brauchen wir nämlich nicht, aber Garage und Hubschrauber. Und damit können die jetzt hier auch loslegen. Und die Kriminalitätsrate auf jeden Fall und hoffentlich auch ausreichend eindämmen. Wenn ich hier die zweite, natürlich die zweite Stelle hier auf jeden Fall noch lassen werde. Und hier wird es auch noch ein paar Autos zusätzlich geben. Gut, dann Stromproblem. Da würde ich sagen, wenn das da ausgelastet ist, setzen wir einfach hier noch ein Umspannwerk hin. Ziehen hier die Leitung und machen sie daran. Und dann sollte das auch wieder besser funktionieren. Gut, ein Problem wieder gelöst. So, jetzt haben wir hier Stau. Ja, das ist jetzt natürlich nicht normal, ey. Ach, Mann. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Dann wird das jetzt hier eine ganz große Hauptstraße. Eine sechsspurige. So. Gucken, ob das dann schon wieder was bringt. Und dann hier sollte ja auf jeden Fall die Abflussrate oder beziehungsweise die Verkehrsabflussrate erhöhen. So, dann machen wir das hier auch mal. So. Ja, das ist natürlich echt ein Problem, dass die alle hier lang wollen. Wir können auch eigentlich hier nochmal eine Abfahrt bauen. Ich will halt einfach Alternativen bieten, also dass die nicht alle immer unbedingt da diese eine Stelle nehmen müssen, sondern dass die halt ein paar verschiedene Wege nehmen können. Das ist ein bisschen das Ziel hinter der ganzen Aktion. Also dass sie sich wirklich aussuchen können, welcher Weg ist schneller, den nehmen wir. Und jetzt ist natürlich der Weg hier der schnellste oder was. Und jetzt fahren sie alle hier lang. Ach man, das ist doch nicht normal. Nee, das will ich damit natürlich nicht erreichen. Wäre das Stauproblem nicht von einer Stelle auf die andere schieben. Ja, es wird auf jeden Fall. Ich denke mal, das sollte sich auch hier noch lösen, das Problem. Also man sieht es ja, dass der Verkehr, der rollt ja. Das ist einfach nur die Massen an Autos, die hier kommen. Für die halt das Ganze hier nicht so wirklich ausgelegt ist. Es wird schon werden. Wir warten jetzt einfach mal eine Weile, lassen die jetzt eine Weile fahren und dann gucken wir mal. So, wie sieht denn das hier mit dem Müll aus? Aktive Fahrzeuge, weil die schaffen hier anscheinend auch keinen Müll mehr wegzuliefern. Abzuholen. Das ist auch noch ein Problem. Aber ein Problem nach dem anderen. Dann, nee, die Straße bitte. Nee, nicht 79, wir wollen 180. So. Dann das einmal so. Hier stimmt was nicht. Jetzt passt es. Dann daran, hier einmal daran und dann noch einmal so. Und du gehst daran. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt hier wieder ein bisschen Gewerbe hinsetzen. Und können hier neue mittlere Dichte hinsetzen. Genau, so finde ich das doch eine gute Sache. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen davon hin. Und hier würde ich, eigentlich würde ich hier gerne nochmal ein paar Büros hinsetzen. So. Genau, so sieht das auch prinzipiell schon mal gut aus. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch Stau, warum auch nicht? Wo wollt ihr alle hin? Sind das jetzt die Autos, die von hier kommen oder was? Also von hier hinten? Ne, das sind andere.
Die sitzen hier aber aus, aber ich finde, es läuft hier flüssiger. Wenn ich das hier dreispurig machen würde, würde es wahrscheinlich noch flüssiger laufen, aber das bringt dann auch nichts mehr. Wir machen das mal jetzt so. Ich werde hier mal noch eine Straße lang ziehen. So, mal gucken, ob das noch was bringt. Auch welche langfahren oder ob die trotzdem alle weiterhin die eine Strecke da nehmen jetzt. Ja, jetzt läuft schon nicht mehr ganz so rund hier, wa? Okay, dann machen wir das anders. Dann wird das hier keine große Hauptstraße, dann wird das hier eine kleine Straße. Wir hoffen, dass sie dann hier vernünftig fahren können. So. Genau. Wir machen das mal so, dass wir hier drei Spuren machen. So. Jetzt wollt ihr hier nicht mehr langfahren, oder was? Hä? Was ist denn jetzt denn plötzlich los? Gut, das ist schön. Neuer Meilenstein. Aber wieso fahrt ihr jetzt plötzlich? Hä? Das verstehe ich jetzt hier überhaupt nicht mehr. So, neuer Versuch. So, jetzt die Spuren verbunden. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Wieso wollt ihr jetzt plötzlich hier nicht mehr langfahren? Jetzt so wieder, oder was? Ja, jetzt auf immer doch wieder. Ach, ich verstehe, ich kenne nur noch Bahnhof. Ah, es wird schon stimmen. So, dann machen wir das hier wie folgt. Teilen wir das hier ein bisschen auf zwei Spuren. Ist hier eine Ampel? Ja, die machen wir mal weg. Und wir machen hier auch einen Kreisverkehr hin. Gucken, ob das auch was bringt. Ja, es ist also hier in die Stadt Einfahrt ist erstmal massiv Stau von allen Richtungen. Also einfach weil hier so eine Menge an Autos kommen. Aber ich glaube, es wird weniger. Ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es wird weniger. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, jetzt fahren sie natürlich alle hier die Straße lang. Es ist doch nicht normal, ey. Egal wie man die Straße baut, sie ist sofort voll bis oben hin. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt mittlerweile eine relativ große Stadt. Wir kommen jetzt einfach um den ÖPNV nicht mehr drum rum. Ihr seht selber. Wo haben wir denn hier überhaupt die Strecke? Hier ist eine Strecke. Hier lang, wa? Genau. Okay, also das Ganze hier ist noch nicht mit drin. Das heißt, wir machen hier nochmal eine hin, hier nochmal eine hin. Und hier auch nochmal eine hin. Genau. Dann wollen wir hier, da haben wir eine Haltestelle. Okay, dann brauchen wir da keine Haltestelle mehr machen. So, dann machen wir jetzt Pause. Dann einmal verbinden. Und danach nach da, dann
Immer so. Dann müssen wir jetzt einfach uns den, also dann müssen wir jetzt endlich den ÖPNV hier ausbauen. Wieso geht das nicht? So, Achso, da ist auch eine Haltestelle. Oder machen wir dann hier mehrere Kreise draus? Nee, eigentlich nicht, das ist Quatsch. Aber wir können die Stelle da nicht komplett außen vor lassen. Und wenn wir hier so einen Schnörkel bauen, ist das auch wieder Kacke. Obwohl doch, da mache ich hier einfach noch einen Kreis draus. Dann könnten wir noch einen größeren machen, der dann im Zweifel hier rum... Ja, so machen wir das. Gut, dann einmal von hier. Noch da. Noch da. Noch da. Noch da. Noch da. Und wieder zurück. So, genau, da haben wir jetzt hier eine zweite. So, dann werden wir jetzt, ist die Frage, machen wir eine Straßenbahn oder gehen wir direkt auf Busse? Ich meine, hier könnte man aber auch ein schönes Straßenbahnnetz wahrscheinlich draus machen. Weil hier so schöne Straßenbahnen langziehen. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang zum Beispiel eine, die zweite fährt. Ja, hier machen wir Straßenbahn. Da machen wir unten, machen wir dann Busse. So, dann eine zweite. Gut, dann hier hin. So, hier lang. Wir bauen hier überall erstmal Gleise lang und gucken dann mal, wie wir das am besten ziehen. Aber ich denke, eine Straßenbahn ist hier schon eine sehr gute Lösung. So, hier lang. So, genau. Dann Haltestelle. Jetzt mal gucken, dass wir dann auch überall langkommen. So, wie machen wir das jetzt als erstes? Ich würde sagen, einmal hier. Dann einmal da. Hier müssten wir eigentlich auch einmal lang gehen. So, das wird schon wieder zu groß, der Kreis. Wir machen das mal so. Dann einmal bitte hier noch. Genau, hier noch den Kreis lang. Und dann gehst du einmal bitte so hier lang. Gut, dann die erste Linie geht von da nach da. Nach da. Nach da.
Hier so rum. Und da wieder ran. Und dann auch gleich wieder zurück. Ich meine, jeder Fahrgast, der irgendwie mit ÖPNV fährt, ist einer weniger auf der Straße. Das muss man halt einfach sehen. Und jedes Auto weniger auf der Straße entlastet unser Straßennetz. So, dann die nächste Linie, die geht hier einmal bitte lang. So. So. Und daran. Sehr gut. Dann machen wir noch eine Linie hier lang. Du musst dann nicht an jedem halten. Und bitte einmal da lang, einmal hier runter, da runter. Ich meine, ich will ja mit Absicht, oder ich mache ja mit Absicht, dass auch ein paar Schnittpunkte halt sind, damit die auch Leute auch immer umsteigen können. Damit es immer die Möglichkeit gibt, auch die nächste Straßenbahn zu nutzen. Wenn sie denn dann irgendwann kommt. Und hier runter. So, wir machen dann hier auch noch ein Straßenbahndepot hin, weil das wahrscheinlich sowieso nicht ausreichen wird, das eine. Genau, dann haben wir jetzt da so, jetzt haben wir hier Linien, das passt. Dann müssten wir eigentlich noch eine hier so durchziehen. Wir müssen dann prinzipiell auch noch gucken, wo wir dann Busse langfahren lassen. Das ist dann auch nochmal so ein Punkt, den wir auf jeden Fall noch nachgehen müssen. Also wir haben ja gesagt, unten auf jeden Fall, das steht fest. Aber wir werden ja auch hier oben wahrscheinlich den einen oder anderen Bus nochmal fahren lassen. Wenn wir nicht nur unten machen. So. Müssen wir dann halt gucken, auf jeden Fall, wie es sinnvoll ist. Aber alles zu seiner Zeit. So, und dann würde ich sagen, lassen wir das dann so erstmal laufen und gucken mal, wie es angenommen wird. Und vor allen Dingen auch, wie viele Straßen werden wir jetzt benötigen. Wir haben jetzt Linien 8 Stück. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Und ich würde auch dann sagen, dass wir dann anfangen, den ÖPNV kostenlos zu machen. Ich denke, auch das ist dann nochmal eine Möglichkeit, ein paar Leute in den ÖPNV zu locken. Und weg von der Straße. So, die Straßenbahn fahren auf jeden Fall jetzt alle los. Das ist gut. Also ich bin dann echt gespannt, wie viele wir brauchen. Ja, werden wir dann sehen. Gut, wir machen jetzt hier mal noch ein paar Büros hin. Sehr schön. So, 11 von 15, 12 von 15, 14 von 15, 15 von 15. Und hier auch 15 von 15. Heißt, wir werden noch mehr Depots brauchen. Oder wir machen es einfach anders. Wir gehen jetzt mal hier hin und gucken mal, dass wir vielleicht die Anzahl der Straßenbahnen reduzieren. Haltestellen, Passagiere, Nutzung.
Wir lassen das. Nee, wir machen das anders. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall noch ein Depot hin. Ich lasse das dann auch auf jeden Fall auch mal eine Weile laufen und dann gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Genau, dann, ich denke, das macht mehr Sinn. Und dann einfach zu gucken, vielleicht können wir ja trotzdem noch welche quasi einsparen an Straßenbahnen. Das ist ja prinzipiell trotzdem nicht schlimm. Und dann haben wir halt doch schon Depots hier stehen. Kann ja nicht schaden, aber so wie es aussieht, reichen genau 30 Stück. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? ÖPNV. Nutzung 7%. Also geht auf jeden Fall schon mal hoch und wir werden haben keine mit 0%. Das ist doch prinzipiell schon mal gut. Gut, wir beobachten das einfach mal eine Weile oder besser gesagt, ich lasse es jetzt mal eine Weile laufen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.